Was viele Menschen zurückhält, ist der Perfektionismus. Hinter dem Perfektionismus aber versteckt sich die Angst vor Fehlern. Wir werden aber immer Fehler machen. Nur wer gar nichts tut, macht keine Fehler. Entgegen der Meinung vieler Menschen sind Fehler sogar gut. Watson Senior, der Gründer von IBM, wurde einmal gefragt, was denn ein Mensch tun müsse, um in seinem Konzern aufsteigen zu können. Watson antwortete, er muss seine Fehlerquote verdoppeln. Am Morgen frage ich mich, was mag ich nicht so sehr? Diese Dinge erledige ich als erstes. Das tue ich, damit die unangenehmen Dinge kein unnötiges Gewicht erhalten. Je eher ich sie erledigt habe, umso schöner wird mein Tag, weil ich dann nur noch die angenehmen Dinge vor mir habe. Ich frage mich, was ist heute meine wichtigste Aufgabe? Ich beginne dann sofort mit der Umsetzung und lasse mich durch nichts ablenken, bis ich diese Aufgabe erledigt habe. Selbst wenn ich an diesem Tage nichts anderes mehr tue, so weiß ich doch, dass ich das Wichtigste getan habe. Ich frage mich, was kann ich in meinem Leben verändern, sodass ich mehr Zeit für die wichtigen Dinge habe, anstatt mich um die dringlich gewordenen Dinge kümmern zu müssen? Was auch immer ich mir vornehme, beginne ich innerhalb von 72 Stunden. Ich mache wenigstens einen ersten Schritt. Ich mache es heute zu einem Sport, alle anderen mit meiner Schnelligkeit zu überraschen. Ich handle heute nach dem Prinzip Swim, so schnell wie irgend möglich. Kennen Sie Völkerball? Es geht darum, nicht getroffen zu werden. Manche Menschen gehen so durch ihr Berufsleben, um ja nicht getroffen werden zu können. Fehler sind gut. Denn Fehler entstehen dort, wo jemand auf dem Weg ist, eine außergewöhnliche Leistung zu vollbringen. Noch niemand hat großartige Ergebnisse hervorgebracht, ohne auf dem Weg dorthin viele, viele Fehler zu begehen. Wenn jemand aus Angst vor Fehlern oder einer Blamage zögert, wird er nie außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Ein solcher Mensch wird auch nie viel Geld verdienen. Erfolge bringen Anerkennung und Geld. Nicht so Fehler. Für Fehler gibt es keine Belohnungen. Aber Fehler sind für unsere Entwicklung wichtig. Fehler bringen Erfahrung. Erfahrungen führen zu besseren Entscheidungen und bessere Entscheidungen bewirken neue Erfolge. So gesehen sind Fehler sogar für unsere Entwicklung mindestens genauso wichtig wie Erfolge. Wer keine Fehler mehr macht, beraubt sich seiner Chance zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und Gewinner wissen, es ist besser, fehlerhaft zu beginnen, als perfekt zu zögern.